T1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Es ist ein Thema, das seit Monaten im politischen Stuttgart unter Journalisten und in den Parteien gerüchteweise heftig diskutiert wird. Wird Winfried Kretschmann, sollte er erneut zum Ministerpräsidenten gewählt werden, auch die ganzen 5 Jahre im Amt bleiben? Oder wird dann zwischendurch ein Wechsel stattfinden? Hier ist vor allem der Name des Bad Uracher Bundesvorsitzenden Cem Özdemir im Gespräch. Die Junge Union hat jetzt mit einer Plakataktion für mächtig Wirbel gesorgt. Und auch der Ministerpräsident hat Stellung bezogen. Der Kreisvorsitzende der CDU Reutlingen und der CDU-Vorsitzende des Gemeindeverbands Sonnenbühl beim Plakathängen in Genkingen. Die Kampagne der Jungen Union nimmt Spekulationen um die politische Zukunft des grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann auf. Die Gerüchteküche im politischen Stuttgart brodelt schon über Monate. Diese besagt, dass es innerhalb der nächsten Legislaturperiode einen Wechsel geben wird und die Kretschmann-Wähler dann im Regen stehen. Als Nachfolger fällt dabei oft der Name des aus Bad Urach stammenden grünen Bundesvorsitzenden Cem Özdemir. Die Plakate der jungen Wilden haben bei Grünen und SPD Empörung entfacht. Diese Nachfolgediskussion hat er schlichtweg selbst mit angefangen. Er hat ja gesagt im Januar, dass er öfters mal müde ist. Und auf die Frage, ob er noch 5 Jahre im Amt bleiben kann, hat er geantwortet, naja, wenn es die Gesundheit mit zulässt. Das ist ja auch vollkommen okay. Da haben wir ja gar nichts dagegen. Aber man muss dann jetzt nun einmal den Bürgerinnen und Bürgern vorher vor der Wahl sagen, ja, wer wird denn dann der Nachfolger? Wer wird's? Nicht allen aus der Union gefällt die Plakataktion der Jungen. In diesem Fall aber haben sie die Unterstützung des Sonnenbühler CDU-Ortsvorsitzenden Ralf Stoll. Er ist auch Mitglied im CDU-Landesvorstand. Stoll hält das Paket Kretschmann plus Grüne auch in anderen Belangen für eine genau inszenierte Mogelpackung. Dass die gesamte Plakatkampagne genau das thematisiert, findet seine volle Unterstützung. Wer Kretschmann wählt, der kriegt natürlich Winfried Hauptmann als Verkehrsminister wieder, Verkehrsverhinderungsminister wieder. Ich glaube, das sind klare Signale und das muss man auch nochmal klar darstellen. Winfried Kretschmann ist die Galionsfigur, die wird auf die Tribüne und auf die Podiums gehoben. Und was dahinter kommt, Günter Oettinger hat es richtig gesagt, das ist ein trojanisches Pferd. Was im Inneren des Pferdes sich befindet, das weiß man nicht. Und das ist eine Mogelpackung. Winfried Kretschmann selbst hat vor Monaten Anlass zu diesen Wechselspekulationen gegeben. Durch Äußerungen, dass der Job des Ministerpräsidenten auch müde mache. Der 67-Jährige wäre am Ende der kommenden Legislaturperiode bereits 72 Jahre alt. Dem hat Kretschmann jetzt deutlich widersprochen und gleichzeitig scharfe Kritik geübt. Nach der Methode im Wahlkampf ist alles erlaubt. Finde ich nicht. Ja, das spielt ja ganz offensichtlich auf Ressentiments an, die man hier, auf denen man hier schwimmen will. Aha. Der Kretschmann, der kann es nicht mehr lang machen und dann kommt der Türke. Nicht, das ist sozusagen das, was da geschürt werden soll. Dass Kretschmann und Teile der Grünen bei der Plakataktion Rassismus unterstellen, weist Ralf Stoll vom Landesvorstand indessen entschiedenst zurück. Also ich finde es unsäglich, wie der Ministerpräsident sich gegenüber Cem Özdemir geäußert hat. Für mich ist es kein Türke. Wer weiß, er ist in der Region aufgewachsen, geboren, er ist ein Uracher. Es ist ein Mann aus der Region und ich würde diesen Begriff Türke nicht verwenden. Ich glaube, das ist nicht angebracht, in so einer Situation von einem Türke zu reden. Der Hinweis auf einen möglicherweise bevorstehenden Wechsel, so finden Stoll und Heilfinger, und einen damit möglicherweise verbundenen Kretschmann-freien Kurs Grün pur ohne Kretschmann, sei angesichts der monatelangen Gerüchte mehr als berechtigt. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat Kritik an seinen Parteikollegen Volker Beck geübt. Der ehemalige innenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion war gestern mit Drogen ertappt worden und von allen seinen Ämtern zurückgetreten. Kretschmann sagte heute im Morgenmagazin von ARD und ZDF, er könne nur hoffen, dass jetzt ein einzelnes Fehlverhalten bei den kommenden Wahlentscheidungen nicht auf alle übertragen werde. Bei Beck sollen 0,6 Gramm Crystal Meth gefunden worden sein. Dies sei schon ein schweres Fehlverhalten, so Kretschmann. Der Bundesvorsitzende der Partei Allianz für Fortschritt, Alpha, Bernd Lucke, hat heute die Redaktion von RTF1 und BW1 besucht. Dabei wurde er von Klarner Medien-Geschäftsführer Stefan Klarner begrüßt. Der einzige Mitbegründer der Alternative für Deutschland, AfD, nahm dabei anschließend zum Rechtsruck und den Entwicklungen in seiner ehemaligen Parteistellung. Lucke kritisierte dabei deren Flüchtlingspolitik, die nur auf Ressentiments setze und keine Lösungen bereithalte. Gleichzeitig kritisierte er auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Nationale Grenzschließungen seien übergangsweise durchaus denkbar. Zudem sprach sich Lucke für ein Ende des Euro aus.
Mehr dazu demnächst bei uns. Gestern hatte die Dopingkommission zur Erforschung der Spitzensportmedizin der Uni Freiburg ihre Arbeit aus Protest niedergelegt. Jetzt fordert Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, dass die Forschungsergebnisse veröffentlicht werden. Darauf hatte auch das Team aus 6 internationalen Dopingexperten zuvor gedrängt. Die Uni hatte dies demnach verweigert. Bauer sagte, die fast 9-jährige Kommissionsarbeit gehöre an die Öffentlichkeit. Diese habe ein Recht zu erfahren, welche Vorgänge und Verstrickungen es gegeben habe. Der in Sigmaringen geborene Prinz Johann Georg von Hohenzollern ist tot. Er starb gestern im Alter von 83 Jahren an Herzversagen in einer Münchner Klinik. Er war unter anderem Generaldirektor des Bayerischen Nationalmuseums und der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Soweit die BB1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bb1.de. Auf Wiedersehen! Überwiegend bewölkt und verregnet ist es am Freitag in Baden-Württemberg. Auf dem Feldberg fällt Schnee. Das Ganze bei Höchstwerten von 3 Grad auf der Zollernalb, 7 Grad in der Landeshauptstadt und am Bodensee und bis zu 9 Grad in Baden. Am Samstag wird es dann richtig ungemütlich. Von der Sonne ist nichts zu sehen. Es ist durchgängig mit Niederschlägen zu rechnen. Im Norden des Landes wird es regnen. In der südlichen Landeshälfte ist vermehrt mit Schnee zu rechnen. Maximal 1 Grad zeigt das Thermometer in den Höhenlagen des Schwarzwaldes an. Immerhin 6 Grad gibt es in Tauberfranken. Ich habe ganz doll wehgetan. Mama, wann kommst du wieder? Mama, kommst du mit? Mama, wann bin ich wieder gesund? Papa, wo bist du? Kinder brauchen eine Familie. Helfen Sie uns. Ich arbeite für eine Partnerorganisation von Brot für die Welt im Kongo. Den Kleinbauern zeige ich, wie sie durch verbesserte Anbaumethoden, bessere Verwertung der Produkte und eine veränderte Strategie beim Verkauf mehr Geld verdienen können. Immer weniger Menschen müssen hungern. Und ich freue mich besonders, dass aufgrund des gestiegenen Einkommens der Eltern immer mehr Kinder in die Schule gehen können. Ich sage Danke an alle, die dazu beigetragen haben.